The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des narzisstischen Schwätzers. Heute möchte ich mal wieder drei Filme besprechen in einer Reihe, doch diesmal ist es ein Triple Feature, das sehr programmatisch ist. Zum einen sind alle drei Filme französisch, sie sind alle drei Komödien oder gar Liebeskomödien mit allerlei satirischen Untertönen. Alle drei Filme haben sehr auffällige Frauen im Mittelpunkt und alle drei Filme, vor allem der erste und der dritte, reflektieren den französischen Sozialismus in sehr spezifischen Jahren der französischen Geschichte. Und obwohl diese Filme durchaus ihre universellen Botschaften haben, scheinen sie doch auch irgendwie in ihrer Zeit gefroren zu sein. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Zwei dieser drei Filme stammen vom selben Regisseur, Philippe de Broca, dem Mann, der die Action- und das Abenteuergenre ins französische Kino brachte. Der erste Film, über den ich hier sprechen möchte, trägt den Namen Tendre Poulet und wurde in 1978 gedreht. Bevor wir weitermachen, müssen wir uns ein wenig an dem Filmtitel abarbeiten. Wörtlich ins Deutsche übersetzt bedeutet der Filmtitel zartes Huhn und mutet erstmal etwas gastronomisch an im Sinne von zart weiches Hühnerfleisch. Aber Poulet hat im Französischen noch zwei weitere Bedeutungen. Zum einen war es immer wieder mal ein recht abwertender Slang-Ausdruck für Polizisten, ähnlich wie das deutsche Wort Polypen. Es ist aber auch die Bezeichnung für einen Liebesbrief oder mehr ein Schreiben, das Verehrung zum Ausdruck bringt. Ein Element, das im Film tatsächlich vorkommt. Das ist also ein Originalfilmtitel, der extrem in Wortspielen verhaftet ist, die sich nicht alle so leicht übertragen lassen. In Deutschland erschien dieser Film dann unter dem Titel Ein verrücktes Huhn, was zwar wie eine gewitzte Übersetzung klingt, aber semantisch total daneben greift, denn Poulet spielt nicht auf Frauen, Mädels oder Gören an und verrücktes Huhn beschwört eben einen Frauentyp herauf, den die Protagonistin des Films eindeutig nicht erfüllt. Das ist auch der richtige Augenblick, um festzustellen, dass man diesem Film Unrecht tut, wenn man ihn lediglich als diese flache Liebeskomödie einstuft, wie es in Deutschland eher getan wird. Ich möchte für den Film also ein wenig die Lanze brechen. Ja, es ist eine Liebeskomödie, doch es ist eine Komödie mit faszinierendem Tiefgang. Nun, stellenweise nicht durchgehend, doch dazu später mehr. Vielleicht erstmal gewohnt die Rückseite der Blu-ray-Box lesen. Durch einen kleinen Unfall lernen sich rein zufällig die Kommissarin Lise, gespielt von Annie Girardot, und der griechische Professor Antoine, gespielt von Philippe Noiret, kennen. Sie vertragen sich trotzdem und sind sich sogar gegenseitig sympathisch. Allerdings mag Antoine keine Polizisten, schätzt seinen Chor und ein ruhiges Leben. Lise ist dagegen immer auf Achse, eher hektisch als besonnen und alleinerziehende Mutter mit einer Teenager-Tochter. Weitere Verabredungen werden auch noch durch eine Reihe von Mordfällen gestört, in denen Lise ermittelt, die Antoine aber nicht interessieren. Doch dann wird der Hochschullehrer plötzlich sogar selbst Teil des Falles und das komische Drama nimmt eine neue Wendung. Okay, das ist ein Teaser, der nur begrenzt stimmt. Was am Anfang des Films eigentlich passiert, ist, dass Lise Tanquerel, die eine leitende Polizeikommissarin ist, zufällig ihren alten Schulfreund Antoine Lemercier mit dem Auto anfährt. Die brauchen zwar eine Stunde, bis sie herausfinden, dass sie sich aus der Kindheit kennen,
Doch für den jovialen Antoine ist es ein begünstigender Umstand, um Lise Tanquerel Hof zu machen. Antoine ist Professor für Griechisch und ein echter Salonlinker, der eine Abneigung gegen die Polizei und den Staatsapparat im Allgemeinen hat. Er ist jemand, dessen Leben eher geruhsam ist und sich zwischen der Sorbonne und den Kaffeehäusern der Rive Gauche abspielt, zwischen Aristoteles und dem Chorverein, dessen Mitglied er ist. Doch er repräsentiert eben auch jemanden, der sich in der Zeit der 68er-Krawalle sicherlich noch jung gefühlt hatte. Doch wie bei so vielen Akteuren der 68er, und das gilt auch für Deutschland, folgte dann in den 70ern eine pragmatische Katerstimmung, eine einförmige Karriere und das Gefühl, dass man zwar die Entscheidungsschlacht verloren hat, aber dass das Leben eben weitergehen muss. Lise gefällt es, dass Antoine ihr seine Aufwartungen macht, doch sie verheimlicht ihm das kleine Detail, dass sie ein großes Tier bei der Kriminalpolizei ist. Und daraus entstehen dann einige sehr amüsante Verwicklungen. Und während sich zwischen den beiden eine zarte Liebesgeschichte herausbildet, ermittelt die Kommissarin auf der Spur eines Serienmörders, der in Paris täglich die Schlagzeilen füllt, da er ausschließlich Politiker ins Visier nimmt und sie mit einem langen, stilettoartigen Stichel tötet. In dem Film spielt ein starker Second-Wave-Feminismus eine Rolle, denn es wird durchaus thematisiert, dass eine Polizeikommissarin am Ende der 70er Jahre noch immer ein exotischer Vogel inmitten einer reinen Männerwelt war. Und es gibt Elemente in der Polizei, die sicherlich darauf spekulieren, dass sie bei ihren Ermittlungen scheitert, weil sie eben kein Mann ist. Gleichzeitig hat Lise Tanquerel ein großartiges Team aus männlichen Ermittlern um sich herum, auf das sie sich verlassen kann. Das sind keine Machos und Chauvinisten, wenn überhaupt sind sie alle von ihr ein wenig angetan, auch wenn sie sich professionell am Riemen reißen. Ich finde insbesondere die Dynamik zwischen Kommissarin Tanquerel und ihren Assistenten und Mitarbeitern großartig festgehalten in diesem Film. Die Arbeitsatmosphäre ist das komplette Gegenteil von dem, was man heute als toxisch bezeichnen würde. Und das hat auch damit zu tun, dass Lise Tanquerel ihrem Team gegenüber eine recht gesunde Balance findet zwischen kumpelhafter Vertraulichkeit und der Tatsache, dass sie eine Frau ist. Der Kontrast dazu ist ihr beruflicher Konkurrent, Kommissar Beretti, gespielt von Guy Marchand. Das ist dann ein waschechter Macho-Bulle, der sogar eine Grippe fingiert, weil er mit dem politisch brisanten Fall nicht betraut werden möchte, da er zuerst denkt, es sei Gift für seine Karriere. Der Film entstand in 1978 und das ist eine besondere Ära in Frankreich, in der sich die Regierungszeit von Giscard d'Estaing dem Ende neigt. Es markiert auch das Ende der Trente Glorieuse, der glorreichen 30 Nachkriegsjahre des wirtschaftlichen Aufschwungs. In 1980 wurde dann François Mitterrand, also ein Sozialist, Frankreichs Präsident, und sozialistisches und feministisches Vokabular prägte durchaus die Alltagssprache jener Zeit. Im Film fällt mehrmals der Ausdruck Phallokrat, was, denke ich, eine Wortschöpfung ist, die keinerlei Erklärung bedarf. Interessanterweise fällt das Wort beim ersten Mal im Vorlesungssaal der Sorbonne, als eine Studentin es Professor Antoine Lemercier an den Kopf wirft. Dies ist aber dann augenzwinkernd gemeint und wird mit Gelächter belohnt. Später dann bezieht es einer der Polizisten auf sich selbst, eben in einem Anflug von Ironie. Dies ist also eine grundsätzlich zivilisiertere Gesprächskultur, in der dieselben Themen zur Sprache kommen wie heute, allem voran der titanische Kampf zwischen Sozialismus und Neoliberalismus, aber auch Fragen der Emanzipation und der Geschlechterrollen. Und doch ist es sehr charmant zu sehen, wie kultiviert und vor allem zivilisiert diese Diskurse dort ausgetragen werden, während heute dies eine stinkende Brühe aus unehrlicher, gekünstelter Argumentation mit Trugschlüssen geworden ist, mit Cancel Culture und Fäkalienschlachten in sozialen Medien. Und dies hat auch mit der reaktionären Denkweise von Leuten zu tun, die dafür bezahlt werden, dass sie der Öffentlichkeit vorgaukeln, sie seien Linke, obwohl sie in Wirklichkeit nur geltungsgeile Geldhuren sind, die gerne im teuren Herzen von Berlin wohnen. Doch, wie so oft, das nur am Rande.
Aber das ist der Grund, warum ich überhaupt darüber rede in dieser Podcast-Folge. Du magst dich die ganze Zeit fragen, weshalb präsentiert er mir hier diese seichte Komödie? Sind ihm die Filme von Juzo Itami ausgegangen? Aber ich kann nur empfehlen, sich Tendre Poulet mal anzusehen, vielleicht auch mal auf Französisch mit Untertiteln und diesen Zeitgeist mal ein wenig nachempfinden. Anmerken sollte man vielleicht noch, dass der Film eine Romanverfilmung ist. Die Buchvorlage schrieb das Schriftsteller-Duo Jean-Paul Roland und Claude Olivier. Sie hatten damals mehrere Tanquerel-Krimis geschrieben, die sich alle in Paris abspielen. Das waren alles ziemliche Bestseller in Frankreich. Übrigens, ich habe den Film zum ersten Mal mit vielleicht 7 oder 8 Jahren gesehen, und zwar im Kino. Es war ja gerade die politische Linie der Regierung Mitterrand, die dazu beitrug, dass so viele französische Filme im Ostblock, wo ich aufgewachsen war, gezeigt wurden. Ich hatte damals vor allem gedacht, der Film sei ein brachialer Thriller, denn die Mordszenen sind durchaus sehr plastisch gefilmt und ich fand das richtig furchteinflößend. Insbesondere als Tanquerel dann in der Nacht Kommissar Beretti in die verlassene Fabrik folgt, für einen 8-Jährigen war das ein richtiger Gruselfilm. Nun, da ich den Film mir im Verlauf der letzten Wochen gleich 2-mal angesehen habe, sind mir ganz andere Szenen aufgefallen, die für mich in den jungen Jahren so gar keine Bedeutung hatten. Es gibt eine großartige Szene im Film, die wirklich deutlich macht, wie sehr Philippe de Broca imstande war, die Stimmung eines Films zu lenken. Antoine Lemercier lädt am Anfang Lise Tanquerel zu einer Chorvorstellung, die sie irgendwo in einem Park abhalten, also unter offenem Himmel. Der Chorverein ist letztendlich nur eine Amateurtruppe. Da sind auch viele andere Professoren von der Sorbonne dabei. Lise Tanquerel wirft sich dafür richtig in Schale, fast etwas zu viel für den gegebenen Anlass. Doch dann bricht mittendrin ein wirklich schreckliches Gewitter aus und verjagt in kürzester Zeit nicht nur alle Zuschauer, sondern auch alle Musiker. Lemercier und Tanquerel verlagern sich dann in ein Café, beide bis auf die Knochen durchnässt. Dort hatte bereits ein Großteil des Chors Zuflucht vor dem Regen genommen. Das Ganze ist eine recht urige, leicht chaotische Situation, fast wie etwas aus einem Robert Altman-Film. Alle sprechen durcheinander, das Café ist plötzlich zum Bersten voll. Doch dann fangen Lemercier und seine Kollegen an zu singen und der Raum wird plötzlich in eine wundervolle Atmosphäre getaucht, von der Lise geradezu verzaubert ist. Ohnehin zeigt in diesem Film Philippe de Broca, was er kann. Ich finde den ganzen Look von dem Film sehr gelungen. Die Szenen in der Sorbonne wirken majestätisch. Die Action-Szenen sind ziemlich gut. Ausgerechnet die Soundtrack-Legende Georges Delerue anzuheuern, erwies sich als eine reizvolle Idee. Denn seine Musik erschafft ein tolles Gleichgewicht zwischen der Rastlosigkeit der Hauptprotagonistin, aber auch der Düsterkeit der Ereignisse und der Romantik des Griechisch-Professors. Kaum vorzustellen, dass Georges Delerue damals 3 bis 5 Soundtracks jährlich komponierte. Er hatte in seinem Leben die Musik zu fast 350 Filmen geschrieben. Die Chemie zwischen Annie Girardot und Philippe Noiret ist milde gesagt gigantisch. Die beiden wirken wie 2 Hauptdarsteller, die sich gefunden haben. Natürlich ist dies eine klassische Kontrastgeschichte, wo beide Menschen, Frau und Mann, ein wenig wie Feuer und Wasser zueinander sind. Das wird im Film auch thematisiert. Doch ich finde nicht, dass Noiret einen Phlegmatiker spielt, der mit Girardots exaltierter Art nicht klarkommt. Denn ich finde, er spielt den Professor sehr jovial und alles andere als schüchtern. Diese konservative Ausstrahlung, die er hat, ist auch nicht ideologisch. Sie ist mehr der Tatsache geschuldet, dass er ein Gewohnheitstier ist, während Annie Girardot sich Gewohnheiten kaum leisten kann, da ihr komplexer Job sie unentwegt dazu zwingt, sich im Alltag zu adaptieren. Das ist also eine durchaus interessante Dynamik, die gar nicht so klischeehaft ist. Annie Girardot repräsentiert das moderne Frauenbild in diesem Film, die Macherin. Aber wir werden auch daran erinnert, dass Moderne stets auch bedeutet, dass Dinge verloren gehen, dass sie aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden. Und bei manchen Dingen mag das wirklich kein Schaden sein, bei anderen dagegen schon. Nun, da ich dem Film so viele feministische Kredibilität bescheinigt habe, ist es auch an der Zeit, sich zu erinnern, dass Philippe de Broca eben Philippe de Broca ist und er macht keine Filme, wo nicht auch heiße Miezen vorkommen, die nicht immer den höchsten IQ-Wert haben.
Diese Rolle fällt in diesem Film Catherine Alric zu, die Christine spielt, eine junge, blonde Nymphomanin, die sich, ohne es zu wissen, im Mittelpunkt des Kriminalfalls befindet. Heute ist das Kino so bereinigt, dass es beinahe unmöglich wäre, so eine Handlungsgestalt überhaupt noch in einer seichten Komödie zu haben, außer man legt es förmlich darauf an, einen Shitstorm abzuräumen. Dies mag vielleicht auch eine Facette des französischen Kinos sein, eine Besonderheit dessen, dass man keine Scheue hatte, gewisse Themen als komisch oder komödienhaft darzustellen, denn Christine ist letztendlich eine Frau, die schon als Teenager zwischen irgendwelchen alten Lüstlingen herumgereicht wurde und zügig zu einer Art dauergeilen Konkubine für die Reichen und Mächtigen wird. Sie führt sogar stolz ein Fotoalbum, wo all die Promis, mit denen sie geschlafen hatte, präsentiert werden. Heute könnte man diesen Sachverhalt lediglich als eine strenge Anklage präsentieren, als soziale Kritik und als einen herben Angriff auf den ewig gestrigen, alten, weißen Cis-Mann. Aber nicht als ein lustiges Detail einer herzlichen Komödie. Das ist vielleicht ein wenig der französischen Kultur geschuldet, aber auch der Zeit, in der der Film entstanden ist. Vielleicht. Auf der anderen Seite laufen wir heute Gefahr, dass wir uns auf Illusionen einlassen, falls wir glauben, dieser strenge, humorlose Ton, der dabei gewissen Themen an den Tag gelegt wird, hätte eine unmittelbare Wirkung auf die Ereignisse in der Welt selbst. Diese absurde Idee, dass Vogue Hollywood etwas an dem Vorhandensein von Ungerechtigkeit und Grausamkeit ändern kann, indem sie die Diskussion und das Narrativ dazu kontrollieren. Nun, für mich steht Vogue Hollywood vor allem dafür, dass die Mafia nun damit beauftragt wurde, gegen sich selbst zu ermitteln. Jene Leute, die das Handbuch für minderjährige Prostitutionsringe geschrieben haben, streuen sich jetzt ein paar Jahre Asche aufs Haupt und produzieren eine Weile beschissene, humorlose Drehbücher zu Filmen, die sich im Kino dann niemand anschaut. Doch diejenigen unter uns, die wenigstens drei Erbsen als Gehirn haben, wissen, dass sich in dieser Welt nichts ändern wird. Denn wann immer irrwitziger Reichtum und Sex zusammenkommen, sind die Abscheulichkeiten nicht weit. Das Problem ist dabei nicht die Moral. Das Problem ist der irrwitzige Reichtum. Und an dem will ja niemand etwas rütteln. Somit, mir ist ein etwas unverschämter, übergriffiger Humor lieber als moralische Predigten von Leuten, die noch nie Moral besessen haben. Tendre Poulet war ein Riesenerfolg in Frankreich, damals einer der Filme des Jahres, doch die Kritik hatte auch ein Wörtchen mitzureden. Oft wurde bemängelt, dass das Drehbuch die Buchvorlage ziemlich schlampig umsetzte und dass das politische Weltbild des Films vielleicht etwas einfältig war. An dieser Stelle sollten wir zu dem zweiten Film übergehen, die Fortsetzung. Und damit kommen wir zu einer Frage, die ich mir in dieser Podcast-Reihe schon mal gestellt hatte, nämlich, wie macht man eine ideale Fortsetzung? Der Erfolg von Tendre Poulet weckte bei den Filmemachern schnell Appetit nach einem zweiten Teil und es gab bereits andere erfolgreiche Romane über Lise Tanquerel. Doch Philippe de Broca entschied sich dagegen, da dies bedeutet hätte, dass es wieder ein Kriminalfall in Paris wäre und dass das Sequel sehr arg eine Wiederholung des ersten Teils wäre. Und der zentrale Reiz des ersten Teils war ja die Liebesgeschichte zwischen Girardot und Noiret. Was hätte man da noch Neues hinzufügen können? Und dieser Teil der Geschichte war nicht einmal aus dem Buch übernommen. Somit entschied man, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Während Tendre Poulet eine waschechte, disziplinierte Comédie policière war, also eine Polizeikomödie, sollte die Fortsetzung eine rasante Actionkomödie werden. Diese Idee mochte ihre Nachteile haben, doch der Vorteil war, dass man auf diese Weise etwas erschaffen konnte, dem niemand nachsagen würde, es sei ein alter Teebeutel, der nochmal in eine neue Tasse getaucht wurde. Philippe de Broca's Szenarist Michel Audiard, der schon bei Tendre Poulet die großartigen Dialoge schrieb, wurde erneut beauftragt. Und die grundsätzliche Idee bestand darin, einmal das Spiel komplett umzudrehen. Während Tendre Poulet eine Welt zeigt, in der Lise Tanquerel heimisch ist, die aber dem alten Philologen Antoine Lemercier sehr fremd ist, sollten sich nun die Vorzeichen ändern. Diese Geschichte sollte uns tief in die Welt von Antoine führen und dazu müssen wir natürlich nach Griechenland. Dies ist also ein rasanter Flitterwochenfilm, der in Deutschland den etwas verzweifelten Filmtitel Eine verrückte Hochzeit erhielt,
was erneut ein Fehlgriff ist, da die Hochzeit der beiden sehr konservativ stattfindet in Paris, säkular beim Amt. Verrückt werden erst die Flitterwochen. Doch den Originaltitel zu übersetzen ist durchaus eine Hürde, denn man entschied sich damals in Frankreich für den sichtlich exzentrischen Filmnamen On a volé la cuisse de Jupiter, was in der Tat verrückt ist, da es die, wenn auch relativ unwichtige Pointe des ganzen Films verschenkt. Wörtlich übersetzt heißt es dann wohl, die Hüfte des Jupiters wurde gestohlen. Das wiederum ist problematisch, da wir es mit der griechischen Kultur zu tun haben und Jupiter ist ein römischer Gott, es hätte Zeus sein müssen. In Deutschland hieß der Film eine Weile deshalb »Wer hat den Schenkel vom Jupiter geklaut?« und in der stets deutlich weniger verklemmten DDR hieß der Film dann »Wer hat den Po vom Jupiter geklaut?« Ich möchte an dieser Stelle aber festhalten, dass der Film viel besser ist als sein misslungener Titel. Zugegeben, es ist der Konsens vorhanden, dass die Fortsetzung hier eindeutig einen Schritt nach unten gegenüber dem ersten Teil darstellt. Und das würde ich unterschreiben. Der erste Teil war eindeutig besser. Aber ich kann mir nicht helfen, dieser Film hat für mich etwas extrem Liebenswertes und besitzt einen eskapistischen Charme, dem ich mich nicht entziehen kann. Guilty Pleasure ist die Bezeichnung, die an dieser Stelle häufig gebraucht wird. Ich finde den Humor des Films großartig, aber was fehlt, ist diese sozialpolitische Tiefe, die der Erstling durchaus besaß. Dieser Film ist einfach nur eine charmante Komödie, die eben den Fernwehhebel bedient. Aber, um Edward den Dritten zu zitieren, «On y soit qui mal y pense», ein Schuft, der an Schlechtes dabei denkt. Vielleicht mal ein Vergleich der modernen Cineasten einleuchtet. Wenn Tendre Poulet analog mit Ridley Scotts Alien genommen wird, dann entspricht On a volé la cuisse de Jupiter natürlich James Camerons Aliens. Alles klar, es ist diese Art von Verschiebung der Filmtonalität. Ich lese aber erstmal die gewohnte Rückseite meiner Blu-ray-Box. Die Pariser Kommissarin Lise, gespielt von Annie Girardot, und der Griechisch-Professor Antoine, gespielt von Philippe Noiret, haben geheiratet. Ihre Flitterwochen verbringen sie in Griechenland. Dort lernen sie den jungen Archäologen Charles Hubert Pochet, gespielt von Francis Perrin, und dessen Frau Agnes, gespielt von Catherine Alric, kennen. Bei einer seiner Ausgrabungen ist es ihm gelungen, den Mittelteil einer Statue zu finden. Den bietet seine Frau einem Antiquitätenhändler an, der kurz danach ermordet wird. Unglücklicherweise fällt der Verdacht auf den Archäologen und auf Antoine. Es beginnt eine wilde Jagd, denn auf der einen Seite ist die Polizei hinter ihnen her, auf der anderen verfolgt das Quartett den Mörder und will natürlich auch den Schenkel der Statue zurückbekommen. Dieser Teaser trifft es sehr gut. Vorweg gesagt, für all jene, die Griechenland lieben oder sich als Griechenland-Fans bezeichnen würden, ist dieser Film ein Muss. Denn im Grunde ist der ganze Streifen eine Liebeserklärung an Griechenland. Und ich rechne dem Drehbuch von Michel Audiard durchaus hoch an, dass es originell ist. Die Szenen sind gänzlich unvorhersehbar. Es ist nicht vorauszusehen, welche Wendungen der Film nehmen wird, was toll funktioniert, da man jedes Mal überrascht wird, wenn ein Twist die ganze Handlung auf den Kopf stellt. Und auch innerhalb des Films findet in seinem Verlauf eine Verschiebung der Tonalität statt, denn am Anfang manifestiert sich die Handlung als eine Art von exotischem Krimi mit mediterraner Romantik. Doch der Film verwandelt sich dann mittendrin in einen sehr furiosen Roadmovie. Der Film hat auch eine wirklich schräge Metaebene. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Denn unser vertrautes Pärchen Lise und Antoine, also Annie Girardot und Philippe Noiret, lernen den jungen, verbissenen Archäologen Pochet kennen. Aber auch dessen freizügige Ehefrau Agnes, die es eindeutig mit der Treue nicht sehr ernst nimmt. Und wen castet Philippe de Broca in diese Rolle? Wieder Catherine Alric, also dieselbe junge Blondine, die schon in Tendre Poulet die Nymphomanin Christine gespielt hatte. Und an einer Stelle sagt dann auch Lise Tanquerel zu Antoine, sag mal, kannst du dich an den Fall damals in Paris erinnern mit dieser blonden Frau und dem Politiker? Dieser hier sieht dir doch so ähnlich. Wobei es wäre falsch zu sagen, dass Christine und Agnes vollkommen identische Characters sind, denn Christine war in der Tat ein klassisches
Dummchen mit einer gierigen Vagina, während Agnes durchaus etwas Manipulatives hat, aber als Handlungsperson einfach auch mehr Tiefe besitzt. Aber ihre Bereitschaft, immer und überall T-Shirt und BH auszuziehen, ist sichtlich gleich. So arg viel mehr kann man zu dem Film gar nicht sagen. Die Drehschauplätze sind großartig und zeigen eine Seite des Mittelmeers, die mir sehr gefällt. Gedreht wurde im Herbst 1979 auf der Insel Korfu und bei den Meteora-Felsenklöstern an der Akropolis und im Archäologischen Museum in Athen. Der Film ist visuell extrem reizvoll und hat eine tolle sommerliche Atmosphäre. Allein ein sehr schlechter Bluescreen-Effekt fast am Ende des Films ist nicht so gut gealtert, aber das sind vernachlässigbare 2 Sekunden des Films. Ohnehin mutet dieser Film näher an Philipp de Broccas Brot und Butter dran als der erste Teil. Die Stimmung dieses zweiten Films ähnelt eben viel mehr seinen Belmondo-Filmen, allen voran sein L'Homme de Rio, der Mann aus Rio aus dem Jahr 1963. Die Ehedynamik zwischen Pochet und Agnes ist ein typisches Klischee jener Jahrzehnte, in einer Weise, dass man in Tschechien dafür den Ausdruck italienisch benutzt. Also eine italienische Beziehung oder eine italienische Ehe. Was damit gemeint ist, ist, dass es bei zwei Menschen nur 2 dauerhafte Zustände gibt, Streit und Sex, und dass das eine dem anderen überhaupt keinen Abbruch tut. Und so ähnlich ist das eben mit Agnes und Boucher. Die streiten sich entweder oder haben Sex. Für mich sind beide Filme ein sehr funktionales Double Feature, auch wenn ich verstehen kann, dass für manche der zweite Teil etwas zu flach ist. Doch ich finde, dass die Mankos kompensiert werden durch großartige Schauplätze und ein recht originelles, abwechslungsreiches Drehbuch, das nicht vorhersehbar ist. Kommen wir also zum dritten Film dieser Podcast-Episode, und dafür müssen wir einen großen Sprung in die Zukunft machen. Also bevor ich überhaupt etwas darüber sage, mal was ganz anderes. Habt ihr jemals diese Aufkleber auf Autos gesehen, wo drauf steht, kein Sex mit Nazis? Ich sehe das immer wieder mal, meistens sind es Frauen, die es dann aufs Auto kleben. Mir zuckt da auch mal der Mundwinkel. Mich stört nicht die Ansage dabei. Aber ich denke, angesichts dessen, dass wir inzwischen in einer undurchsichtigen Welt leben, die in 1000 Schleier verpackt ist und ständig nur um die Kontrolle des Narrativs kämpft, ist es möglicherweise nicht falsch zu sagen, dass wahrscheinlich eine Menge Frauen, die diesen Aufkleber auf dem Auto haben, in Wirklichkeit ständig mit Nazis schlafen. Sie wissen es nur nicht. Doch zurück zum Film. Und der Zusammenhang wird sich zügig offenbaren, falls du nun verwundert die Augenbrauen hebst und dich fragst, wovon redet er? Le Nom de Jean ist ein Film des französischen Regisseurs Michel Leclerc und ebenfalls eine Liebeskomödie und Gesellschaftssatire mit politischen und linken Untertönen. Der Film ist erschienen im Jahr 2010. Der Film erzählt die Geschichte von Bahia Ben Mahmoud, einer jungen, leidenschaftlichen Kommunistin aus Algerien, die mit ihren politischen Gegnern und allen möglichen Rechtsradikalen und Faschisten schläft, also Sex hat, um sie auf diese Weise zu bekehren. Ich denke es mir nicht aus. Nur in einem französischen Film findet sich so ein Sujet wieder. Der Film handelt aber auch von Arthur Martin, einem konservativen Biologen und Fachmann für Krankheitsepidemien, der sich in Bahia verliebt. Ein Running Gag des Films ist sein Name, Arthur Martin, da es in Frankreich auch eine Marke für elektrische Haushaltsgeräte mit diesem Namen gibt und die Leute es dem etwas arg passiven Arthur ständig unter die Nase reiben, als ob er es nicht schon 1000 Mal gehört hatte. In gewisser Weise gibt es hier eine ähnliche Dynamik zwischen den beiden Protagonisten wie bei Tendre Poulet, aber nur in dem Sinne, dass die männliche Person eben etwas Gesetztes oder Konservatives hat, während die weibliche Person etwas Exaltiertes und Modernes hat. Doch das ist auch schon alles, denn verglichen mit Professor Antoine Lemercier, der ein jovialer Romantiker war und sehr poetisch veranlagt, mutet Arthur Martin durchaus ein wenig wie ein echter Langweiler an. Und Bahia Ben Mahmoud ist eine vollkommen entfesselte Nymphomanin. Ich merke gerade, dass alle 3 Filme nymphomanisch anmutende Frauen in der Handlung haben. Vielleicht Zufall. Oder ich bin das Problem. Oder die Franzosen.
Allerdings muss ich hier ein wenig protestieren und auch Grenzen ziehen. Denn während die arme Katharine Alric gezwungen war, in den ersten beiden Filmen, über die ich hier spreche, die Frauen doch etwas einfältig oder zumindest eindimensional zu spielen, weil das ist, was das Drehbuch hergab, ist die Darstellung der Bahia Ben Mahmoud durch Sarah Forestier eine unglaubliche schauspielerische Leistung. Dies mag eine sehr verrückte, leicht anzügliche Prämisse sein, diese ganze Sache mit dem Schlafen mit Nazis. Und wir müssen jetzt auch nicht darüber reden, dass mit Nazis zu schlafen vielleicht nicht die beste Antifa-Strategie ist. Doch etwas auf den ersten Blick Obszönes zu nehmen und es mit einer menschlichen Würde anzureichern und einer darstellerischen Überzeugungskraft ist schon eine sehr hohe Kunst und klappt in diesem Film hervorragend. Und es ist kein Wunder, dass Sarah Forestier für diese Rolle auch den begehrten César-Preis erhielt. Bahia schläft mit Arthur Martin, weil sie ihn für einen rechtsreaktionären Funktionär hält, wobei all diese Facetten und Abstufungen laufen bei ihr stets nur unter dem Sammelbegriff Fascho. Sie ist dann umso überraschter herauszufinden, dass Arthur ein Linkswähler ist und für Lionel Jospin schwärmt, den er seit Jahren wählt. 2001 verlor Jospin gegen Chirac und Le Pen und das wird von den französischen Linken als das Ende einer Ära rezipiert und die Fortsetzung des Niedergangs in eine Vorherrschaft neoliberaler, transatlantischer und letztendlich auch rechtsradikaler Politiker. Jospin spielt sich in diesem Film auch selbst, denn als Bahia Arthur positiv überraschen möchte, organisiert sie heimlich, dass Lionel Jospin sie besucht. Der hat dann tatsächlich so eine Art Cameo in dem Film. Als Arthur Martin nach Hause kommt, sitzt sein politisches Idol auf dem Sofa. Im Verlauf des Gesprächs sickert allerdings der Gedanke durch, dass Jospin deshalb gekommen ist, weil Bahia mit ihm Sex hatte. Bring mal einen deutschen Politiker dazu, sich selbst derartig auf die Schippe zu nehmen. Der Name der Leute, wie der Filmtitel korrekt auf Deutsch übersetzt wird, hat mit einem zentralen Thema des Films zu tun. Über Arthur Martin und seinen langweiligen Namen, der alle an Küchengeräte erinnert, hatte ich schon gesprochen. Aber auch Bahias Name spielt da mit rein, denn ihr Name ist algerisch, der Vorname erinnert aber an Salvador de Bahia in Brasilien, weshalb dann alle immer denken, sie sei eine Brasilianerin. Und das bedeutet auch, dass Leute ihr einen Sympathievorschuss geben, weil sie intuitiv eine Brasilianerin sexy finden, während sie in Wirklichkeit halt nur eine Nafri ist. Sie hasst das natürlich, da sie auf ihre Herkunft stolz ist. Sie hasst freilich auch die Salafisten und die Muslimbrüder, die durch ihr politisches Mikroskop gesehen auch nur Nazis und Faschos sind, halt nur aus einem anderen Kulturkreis. Natürlich schläft sie dann mit dem größten Salafist von Paris. Der Film hat auch eine sehr spezielle Szene, die wohl ein wenig in die Filmgeschichte eingegangen ist. Manche Filme haben das eben, weißt du, was ich meine? Diese eine Szene, die so einzigartig ist, dass einem die Kinnlade sinkt. Dieser Film ist so ein Fall, auch wenn man stets aufpassen muss, den Film nicht auf diese eine Szene zu reduzieren. Bahia ist eine sichtlich überdrehte Person. Man könnte kritisch anmerken, dass hier alte antifeministische Klischees von Hysterie und Nymphomanie bedient werden, insbesondere in der Sicht des 19. Jahrhunderts. Doch ich vermute, das war nie die Absicht des Regisseurs, der einfach dieses passionierte sexuelle Energiebündel zeigen wollte, das manchmal keinen Blick für die beiläufigen Details um sie herum hat. Sie sieht quasi immer nur das große Thema vor sich und nicht die Nuancen und nicht die Details drumherum. Und in einem Anflug dieses übersteigerten Verhaltens steigt Bahia in ihre Stiefel, wirft sich den Schultergurt ihrer Handtasche über die Schulter und rennt aus der Haustür hin zur S-Bahn. Hierbei hat sie allerdings vergessen, überhaupt irgendwas anzuziehen. Sie rennt sozusagen splitternackt mit Stiefel und Handtasche bekleidet durch Paris, merkt es erst 10 Minuten später, als sie zufällig dem vollkommen sprachlosen Arthur in die Arme läuft. Als filmische Szene ist das eine der abgefahrensten Filmaufnahmen, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Und was für eine unglaublich mutige Szene für Sarah Forestier, das einfach so durchzuziehen. Eine Hollywood-Darstellerin hätte auf einem Bodydouble bestanden. Ich bin auch sicher, falls ich bis jetzt darin versagt hatte, dir den Film schmackhaft zu machen, dass ich jetzt gerade einen starken Landgewinn in meiner Überzeugungsarbeit verbucht habe.
Und dieser Film hat keinen Mangel an Schrägheiten. Bahias Mutter zum Beispiel ist eine antifaschistische Aktivistin der alten Schule und hatte Mohammed Ben Mahmoud, also Bahias Vater, nur deshalb geheiratet, weil er ein illegaler Einwanderer war und sie eine geheime Gruppe aus Idealisten anführt, die wahllos illegale Einwanderer heiraten, damit diese Papiere kriegen. Sie versuchen auch Arthur Martin in die Sache reinzuziehen und der etwas arg passive Biologe findet sich plötzlich Seite an Seite mit irgendeiner Migrantin, die er noch nie vorher gesehen hat. Und sein eigenes Familiengeheimnis ist sicherlich das zentrale Mosaikstück dieser komplexen Komödie. Denn obwohl er in den typischen politischen Debatten immer in die Ecke eines alten, weißen, konservativen Cis-Mannes gesteckt wird, sozusagen die Tätergeneration, ist er in Wirklichkeit der Einzige, der einen legitimen Anspruch darauf hätte, auf die Betroffenheitsdrüse zu drücken und auf die Pauke zu hauen. Denn er ist in Wirklichkeit Jude und seine Mutter ist eine waschechte Holocaust-Überlebende. Doch das Problem ist, dass Arthur eben nicht von den Leuten als Jude definiert werden möchte und schon gar nicht als das ewige Opfer. Er will einfach ein eigenes Leben führen und nicht an seiner Herkunft gemessen werden, weswegen er dieses Detail allen verschweigt. Für ihn ist es eben eine sehr persönliche Angelegenheit und kein Gegenstand eines Diskurses. Als Bahia das allerdings herausfindet, flippt sie förmlich aus, weil sie in ihm geradezu eine Manifestation dessen sieht, wofür sie kämpft, sozusagen den Triumph über den Faschismus. Ihre Zuneigung für ihn verwandelt sich dadurch in eine ergebene, tiefe Liebe. Für Arthur erschafft das ein Dilemma, denn er möchte nicht von Bahia derartig kategorisiert werden und als Holocaust-Überlebender angesehen werden. Aber gleichzeitig ist das ein Umstand, der ihre Gefühle für ihn verstärkt, was ihm nicht unangenehm ist. Leclercs Kritikpunkte in dieser Satire sind eben vielfältig, aber oft geht es darum, dass die Gesellschaft eben auf Menschen so viele Ideen projiziert, nur basierend auf dem Namen der Person. Doch es geht auch darum, dass Selbstbestimmung bedeuten muss, dass wir alle für uns entscheiden, an welcher Diskussion wir teilnehmen. Und das mag ja für dich an dieser Stelle als selbstverständlich anmuten, aber das liegt vielleicht daran, dass du möglicherweise nicht Teil einer Minderheit bist. Kann sich jemand daran erinnern, wie es war, als USA dem globalen Terrorismus, was immer das war, den Krieg ansagten und überall in USA, aber auch in Deutschland immer dieser Gedanke mitschwebte, wann werden denn die Moslems, die bei uns leben, mal aufstehen und sich öffentlich von den Terroristen distanzieren? Wann werden die bei uns lebenden Moslems endlich Zeichen setzen, dass sie gegen den Terrorismus sind? Die Unschuldsvermutungen unserer Gesellschaft gehen auch schon mal schnell über Bord, wenn man eben einen etwas seltsamen Namen hat. Und diese Vorwurfshaltung gegenüber irgendeinem Kerl, der einfach nur in einem Dönerladen arbeitet und dort Döner-Kebab brät, ist einerseits rassistisch, aber es ist vor allem ein logischer Trugschluss, weil es eine Identität aufzwängt in einer Weise, die einer freiheitlichen Gesellschaft unwürdig ist. So wie heute erwartet wird, dass irgendwelche Russen, die im Westen leben, teilweise seit Jahrzehnten im Westen leben, sich nun öffentlich oder am besten schriftlich gegen Putin stellen, dass sie sonst ihren Job verlieren werden. Eine Stellungnahme, die dann von Leuten eingefordert wird, die nicht einmal einen Zentimeter moralischer Oberhoheit unter ihren Füßen haben und letztendlich nur korrupte Speichellecker von irgendwelchen Milliardären sind. Wir wissen ja heute, was solche Bekundungen alles eingebracht hätten. Nichts. Die Amerikaner machen seit Jahren in Syrien gemeinsame Sache mit der Al-Nusra-Front und Al-Qaida, während der deutsche Michel sich noch immer halbnackt auf dem Flughafen ausziehen muss. Le Nom de Jean ist zwar auf den ersten Blick eine recht heiße Liebeskomödie mit einer unglaublich erotischen Protagonistin, doch sind die Themen des Films ein schockierend dichtes Potpourri, wo eine ganze Liste aus Begrifflichkeiten auf die charmantesten Arten und Weisen behandelt wird. Identität, Judentum, Islamophobie, Nymphomanie, Generationenfragen, Sozialismus in Frankreich, Antifaschismus, Konsumkultur, sexuelle Freiheit, Idealismus und dieses flüchtige Kulturkonzept, das wir hier in Deutschland gerne etwas herablassend als Multikulti bezeichnen. Und letztendlich die alles umspannende Frage, ob denn Liebe befähigt ist, all diese Umstände zu überwinden. In einem ganz strengen Vergleich ist Le Nom de Jean eine Komödie mit viel mehr Tiefgang als Tendre Poulet
ungeachtet einiger formaler Ähnlichkeiten. Auf der anderen Seite spiegelt Tendre Poulet einen nostalgischen Zeitgeist, der heute schmerzlich vermisst wird. Eben eine Zeit, als eine politische und gesellschaftliche Debatte keine Gefahr für Leib und Leben darstellte oder zumindest ein Canceln zur Folge hatte. Und das war nun wieder meine Podcast-Folge, diesmal mit drei französischen Komödien, die nicht alle ganz so seicht sind, wie sie aussehen, sondern stellenweise einiges zu sagen haben. Doch sie alle haben vor allem das Potenzial für Nostalgie, denn wir müssen zwar nicht alle irgendeiner sozialistischen Karotte nachlaufen, aber falls wir den Begriff links komplett entwerten, weil seine Vertreter sich als kommerzielle Systemhuren herausstellen, denen nicht zu trauen ist, werden diese Filme gerade wegen ihrer Politik zügig zu einer Projektionsfläche für Sehnsucht nach einer guten alten Welt. Das kann ich euch versprechen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.